Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier sozusagen auf der Einflugschneise in den Industriepark Schwarze Pumpe. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur feierlichen Eröffnung der Südanbindung an den Industriepark Schwarze Pumpe. Ich freue mich auch persönlich sehr, dass Dietmar Woidke, unser Ministerpräsident, heute den Weg hierher gefunden hat. Das ist uns eine große Ehre. Es ist, da bin ich mir sicher, Wertschätzung für alle, die nicht nur an diesem Projekt mitgewirkt haben, sondern die Tag für Tag hart dafür arbeiten, dass dieser Industriepark weiter wachsen kann, zum Wohle von uns allen, zum Wohle der Industrie, aber auch der Bürgerinnen und Bürger. Ebenso freue ich mich, unseren Landrat, Herrn Altekrüger, begrüßen zu können und freue mich auch sehr, Frau Dr. Reinisch aus Sachsen für den Landkreis Bautzen begrüßen zu können. Nicht zu vergessen die beiden Geschäftsführer unseres Industrieparkes und nicht die Geschäftsführer des Industrieparkes, sondern die Geschäftsführer unserer Wirtschaftsfördergesellschaft, Frau Axel und Herr Peine, die das Ganze hier maßgeblich steuern. Ein herzliches Dankeschön auch an die Stadtverordneten, die die entsprechenden Beschlüsse fassen müssen und natürlich an die Vertreter aus der Zivilgesellschaft, aber vor allen Dingen auch aus der Industrie. Ich sehe namhafte Vertreter der ILB, der IHK, aber auch von strukturbestimmenden Unternehmen im Industriepark Schwarze Pumpe, wie zum Beispiel von der Hamburger Riga-Gruppe. Das sieht gar nicht spektakulär aus hier, so eine Straßenanbindung. Aber es ist trotzdem ein ganz typisches Beispiel dafür, dass tatsächlich erst der Kohleausstieg kommen musste und die damit verbundenen Gesetze in Kraft getreten sind, damit wir, nachdem wir das schon lange vorhatten, geplant hatten, die Basis dafür bekommen haben. Und zwar nicht nur die finanzielle Basis, dass es da einen Topf gibt. Nein, das geht weit darüber hinaus. Die wirtschaftliche Basis, die Entwicklungsperspektive hat einen unglaublichen Schub bekommen und deshalb haben dankenswerterweise die WRL, die IMAG und zum Schluss auch die ILB grünes Licht gegeben, dass diese wichtige verkehrsentlastende Maßnahme für den Industriepark und besonders auch für den Ortsteil Schwarze Pumpe und auch anliegende Kommunen nun vollendet werden konnte. Der Industriepark Schwarze Pumpe wird nächstes Jahr 70 Jahre alt. Er ist ein Beispiel dafür, dass es wirklich gelingen kann. Dass es gelingen kann, etwas zu erhalten, etwas weiterzuentwickeln, selbst wenn es da mal tiefe Täler gegeben hat. Und ehe ich jetzt gleich an unseren Ministerpräsidenten übergebe, gestatten Sie mir noch, etwas zu sagen. Wir sollten den Industriepark Schwarze Pumpe als Beispiel dafür nehmen, dass alles Bange machen, was es auch zu diesem Standort in der Vergangenheit gegeben hat, und es ist noch gar nicht so lange her, durch die Menschen aufgefangen wird, die daran glauben, dass es eine Zukunft gibt. Und die Zukunft lebt auch von der Kraft der Wirtschaft. Und das wurde sehr richtig gemacht in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Strukturwandel. Die richtigen Akzente wurden gesetzt. Wir machen das gemeinsam mit Sachsen. Auch dafür ist dieser Industriepark Schwarze Pumpe im wahrsten Sinne des Wortes ein leuchtendes Beispiel. Lieber Ministerpräsident, lieber Dietmar Woidke, ich bitte Sie um Ihr Grußwort. Christine Arntier hat ja daran erinnert, was es für Vorbehalte gab, was es für Diskussionen gab. Und wenn wir heute hier stehen und diese wichtige Straße eröffnen und diese wichtige Südumfahrung für den Industriepark Schwarze Pumpe eröffnen, dann hat es ja in der Tat eine sehr lange Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte beginnt eigentlich mit der Gründung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die, wenn ich es richtig erinnere, im Jahr 2018 die Arbeit aufgenommen hatte.
Und Sie können sich vielleicht daran erinnern, damals auch durch die Region gefahren ist. Und ich kann mich noch besonders eindrücklich erinnern an einen Besuch in Weißwasser, wo auch viele Beschäftigte der LEAG da waren und sie ihre Sorgen zum Ausdruck gebracht haben. Auch an vielen, vielen anderen Stellen wurde gesagt, es ist schwierig für diese Region aus Kohle und Energie auszusteigen. Es wurde auch gesagt von vielen, es wird nichts nachkommen und dann wird diese Region eine abgehängte Region sein. Und was dann passiert ist, war Folgendes. Menschen haben Verantwortung übernommen. Menschen haben nicht gemeckert, nicht gemault, sondern haben gemacht. Und ich bin da besonders dankbar Christine Antier, die damals die schwierige Aufgabe übernommen hat, in diese Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung zu gehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute über dieses Projekt reden, wenn wir über das Bahnwerk in Cottbus reden, wenn wir über die Medizinische Universität Lausitz reden, wenn wir über Milliardeninvestitionen in dieser Region reden, dann hat das, liebe Christine, sehr, sehr viel mit deiner Arbeit und deinem Einsatz zu tun. Denn das, was wir hier erleben momentan in der Lausitz, wenn wir heute sagen, wir sind die Region in Deutschland, und das zu Recht sagen, wir sind die Region in Deutschland, wo am meisten investiert wird, dann hätte uns das vor 5 oder vor 10 Jahren niemand zugetraut. Und dass diese Investitionen richtig sind, dass es vorwärts gehen muss, liegt auf der Hand. Aber auch das musste alles schwer erkämpft werden. Und wir können uns auch alle noch erinnern, ich war mit Michael Kretschmer damals, kurz nachdem der Kommissionsbericht verabschiedet worden ist, in dem die Summe drin stand, die 10, Milliarden für Brandenburg, war ich mit Michael Kretschmer in Cottbus in der Messehalle und wir haben vor 2500 Beschäftigten der LEAG gestanden. 2500 Beschäftigte, die mit überschaubarer Begeisterung die Beschlüsse der sogenannten Kohlekommission zur Kenntnis genommen haben, weil es für viele von ihnen hieß, es wird sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten etwas ändern, nämlich der Arbeitsplatz wird sich ändern. Dass wir dann mit großer Skepsis auch konfrontiert waren, dass gesagt wurde, naja, Helmut Kohl hat auch schon viel versprochen, aber es ist nicht so viel passiert und so weiter. Das war für uns aber nochmal Ansporn. Und dass wir dann mit den Entscheidungen, die im Jahr 2020 im Deutschen Bundestag gefallen sind, mit dem Strukturstärkungsgesetz, waren ja zwei Dinge verbunden. Erstens, diese Region hat endlich eine Chance gekriegt, die sie vorher in dieser Art und Weise nie hatten. Aber zweitens war für uns auch das der Startschuss dazu, dass wir das Versprechen, was wir den Menschen gegeben haben, umsetzen, bevor der erste Arbeitsplatz durch den Kohleausstieg verloren geht, wollen wir mehr neue, gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Versprechen haben wir gehalten. Und wenn Sie sich alleine die Entwicklung ansehen, hier im Industriepark Schwarze Pumpe in den letzten Jahren, dann ist es so, dass diese Region nicht nur Chancen hat, sondern diese Chancen auch nutzt. Und deswegen ist auch heute dieser Anlass hier ein ganz, ganz wichtiges Signal. Es ist ja ein Signal für die Zukunft. Die Infrastruktur wird so ausgebaut, dass auch weitere Industriebetriebe, weitere Gewerbebetriebe sich hier im Industriepark ansiedeln können, dass die verkehrliche Anbindung eine bessere wird und dass wir hier auch weiter auf Zukunft setzen. Zukunft heißt Optimismus, Zukunft heißt aber auch für diese Region Weltoffenheit, Toleranz, Demokratie und Freiheit. Sonst wird auch diese Region keine gute Zukunft haben können und ich glaube, auch das sollten wir uns immer wieder klar machen. Wenn ich heute hier direkt in der Nachbarschaft des Freistaates Sachsen stehe, dann möchte ich natürlich auch gleichzeitig meinem Kollegen Michael Kretschmer für die kommende Landtagswahl auch an dieser Stelle alles, alles Gute und viel Erfolg wünschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen alles Gute, herzlichen Dank. Ein herzliches Willkommen heute hier zu dieser Straßenfreigabe, sage ich mal. Und möchte natürlich
einige weniger Persönlichkeiten ganz besonders begrüßen. Ich freue mich, dass unser Ministerpräsident die Zeit gefunden hat, hier heute dabei zu sein. Sehr geehrte Frau Dr. Reinisch, herzlich willkommen. Und liebe Frau Herndier, als Bürgermeister in der Stadt Spremberg, ich freue mich, dass beide Kammern vertreten sind mit Frau Reifenstein und Herrn Krause. Die Geschäftsführung der des Zweckverbandes Industriepark Schwarze Pumpe, Frau Axel und Herr Peiner, herzlich willkommen. Werte Gäste, auch ich begrüße Sie ebenso zur heutigen feierlichen Eröffnung und freue mich, dass diese wichtige Anbindung endlich umgesetzt werden kann. Heute ist ein bedeutender Tag für den länderübergreifenden Industriepark Schwarze Pumpe und insbesondere natürlich für die Ortslager Schwarze Pumpe, die damit der heutigen Eröffnung vom Verkehrslärm und von Schadstoffbelastung entlastet wird. Damit erhalten die Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Wohnquartiere einen erheblichen Teil ihrer Lebensqualität zurück. Der Industriepark Schwarze Pumpe ist von zentraler Bedeutung für den Industriestandort Lausitz und damit einer der Schwerpunkte des Strukturwandels bei uns hier in der Region. Hier finden Industrieunternehmen beste Voraussetzungen für eine Ansiedlung. Besonders wichtig ist natürlich den Unternehmen die örtliche Infrastruktur. Dazu gehört natürlich auch eine gute Anbindung an das Fernstraßennetz. Im Umkehrschluss bedeutet die Ansiedlung von Unternehmen auch eine Zunahme des Verkehrs und hier ganz besonders der Schwerlastverkehr. Aus diesem Grund wurde eine neue Verkehrsanbindung aus dem südlichen Raum Hoyerswerda sowie Boxberg und Weißwasser zum Industriepark unerlässlich. Von der neuen Südanbindung profitieren alle Beteiligten, die Unternehmen, der Industriepark als geschätzter und wichtiger Wirtschaftsstandort, das hat Frau Handier vorhin schon mal treffend gesagt und das sehe ich genauso, die Stadt Spremberg-Grott und natürlich insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner der nahegelegenen Wohnquartiere. Viele Jahre wurden um den Bau dieser wichtigen neuen Straße gerungen. Umso mehr freut es mich, dass wir sie heute ihrer Bestimmung übergeben können. Ich danke allen Beteiligten, die sich so hartnäckig für das Projekt eingesetzt haben und in der Planungs- und Bauphase viel Kraft investiert haben. Der Industriepark Schwarze Pumpe sieht sich selber als das industrielle Herz der Lausitz. Ich wünsche dem Industriepark, dass sein Herz mit dieser neuen Südanbindung weiter kräftig schlägt und damit eine Attraktivität als Wirtschaftsstandort weiter steigern kann und für eine wettbewerbsfähige und pulsierende Lausitz. Allen Nutzerinnen und Nutzern der neuen Anbindung wünsche ich natürlich stets eine gute und auf jeden Fall unfallfreie Fahrt. In dem Sinne ein herzliches Glück auf! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Woidke, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Herndier, sehr geehrter Herr Altekrüger, liebe Frau Axel und lieber Herr Peine, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zu dieser, wie ich finde, sehr bedeutsamen Veranstaltung. Die neue Südanbindung des Industrieparks Schwarze Pumpe ist ein großer Fortschritt für die Region, nicht nur für das Land Brandenburg, sondern auch für den Freistaat Sachsen. Als Bauingenieurin weiß ich, wie wichtig durchdachte und effiziente Infrastrukturprojekte sind. Und wir haben es heute schon gehört, mit der neuen Trasse wird nicht nur der Verkehrsfluss verbessert, sondern der Industriepark Schwarze Pumpe wird auch optimal an das überregionale Straßennetz angebunden. Ebenso führt die Entlastung der Stadt Schwarze Pumpe vom Schwerlastverkehr eine, wie ich finde, gute Zukunft herbei. Nicht nur Sicherheit und Lebensqualität für die Anwohner wird verbessert, sondern auch die Attraktivität des Standortes für Unternehmen wird erhöht. Dies ist ein bedeutsamer Schritt, um neue Investitionen und Unternehmensansiedlung zu fördern und damit die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region voranzutreiben. Die Anbindung unterstützt, wir haben es heute schon oft gehört, den Strukturwandel, der für unsere Region von großer Bedeutung ist, der, wie ich finde, gerade sehr gut anläuft nach einigen Jahren des Wartens. Und diese Anbindung bildet das Rückgrat für die Zukunftsbranchen. Mit der verbesserten Infrastruktur schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Innovation. Und ich habe es in Vorgesprächen gehört, wie lange man an dieser Straße schon gearbeitet hat.
Ich bedanke mich daher bei allen Beteiligten für das Durchhaltevermögen, für ihr Engagement, dieses Straßenvorhaben umzusetzen. Denn ihr Einsatz, ihr Weitblick haben dieses Projekt schlussendlich möglich gemacht. Bezogen auf die beiden Bundesländer Brandenburg und Sachsen kann ich nur sagen, lassen Sie uns gemeinsam weiter an der positiven Entwicklung unserer gemeinsamen Region der Lausitz weiterarbeiten und lassen Sie uns dieses schöne Stück Land mitten im Herzen Europas zu einem attraktiven und zukunftsfähigen Standort machen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Heute ist nun der brandenburgische Ministerpräsident hier, aber ich möchte es nicht versäumen, dass wir sehr dankbar dafür sind, als wir erfahren haben, dass bei der gemeinsamen Kabinettssitzung in Boxberg beide Kabinette, verkündet durch beide Ministerpräsidenten, beschlossen haben, dass sie dieses nächste wichtige, große Zukunftsprojekt unterstützen, weil das wird den Strukturwandel nachhaltig absichern. Vielen, vielen Dank dafür. Also, Infrastrukturmaßnahmen werden geplant, sie müssen finanziert werden, dann müssen sie aber auch gebaut werden. Was auch nicht so ganz einfach ist in Zeiten, wo Kapazitäten, sei es nun Finanzen, Planungskapazitäten oder auch Baukapazitäten, doch sehr knapp sind, was ja auch ein Beispiel oder ein Zeichen dafür ist, dass sie gebraucht werden. Deshalb an dieser Stelle mein Dank an die beteiligten Baufirmen und Planungsfirmen, nämlich die STB See und die Baucom sowie das Sweco Planungsbüro. Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet. Herzlichen Dank dafür. Wie sich das gehört zu einer Eröffnung, werden wir nun symbolisch ein rotes Band durchtrennen. Ich habe es noch gar nicht gesehen, wo es ist. Ach, da, ja, das wird jetzt sicherlich mal so hier ganz authentisch aufgespannt. Und dazu bitte ich nach vorn natürlich unseren Ministerpräsidenten, Herrn Dr. Woidke, unseren Landrat, Herr Alte Krüger, den Lausitzbeauftragten, Herrn Dr. Freitag, die Beigeordnete des Landkreises Bautzen, Frau Dr. Reinisch, Frau Axel und Herr Peine natürlich nicht zu vergessen und auch der Projektleiter Herr Hansel der ASG, der noch so viele Projekte auf seinem Tisch hat und bestimmt froh ist, dass dieses jetzt abgeschlossen ist. Können wir uns in die Tasche stecken? Massives Gold, ja. Voilà. Und? Machen wir los. Auf die Plätze, fertig. Da ist es. So. Und jetzt laden wir natürlich ein zum kleinen Imbiss und hoffentlich noch zu dem einen oder anderen Gespräch. Wer darf als Erster auf der Straße fahren? Ja, da vorne war gerade so ein schönes altes Motorrad steht da. So eine alte, das nicht mal, genau. Das muss jetzt hier lang knattern. Auf der Spalte. Wir standen ja vorhin schon. Haben euch schon gesehen. Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich hier reinfahre. Müssen ja bauen, ja. Mehrere Schulen. Da sind ja wirklich wie viele 100 Millionen, die da einsetzen müssen. Ja, ja. Da wissen wir, was so ein Ding kostet. Ja, wenn das auf die grüne Wiese baust, dann müssen wir locker rein 50. Absolut. Für die Kinder ist das so.